Gut, so, wollen wir mal gucken. Das passt. Epische Musik. Hallöchen, liebe Freunde. Nein, okay, also Spaß beiseite. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge, Ausgabe bei Let's Show Minecraft. Ja, ich bin hier gerade noch im mittlerweile älteren Teil unserer Let's Show-Welt, die ihr alle ein wenig kennen solltet. Okay, warte. Wirklich viel verändert hat sich jetzt schon ein wenig. In der letzten Let's Show-Folge habe ich euch ja meine gigantische Monsterfarm mit drumherum gezeigt. Und im Anschluss dann noch die Snow Golem vs. Mobs Arena. Die findet ihr dann in meinen etwas älteren Videos. Die Playlist findet ihr in der Beschreibung, wie immer. Und hier hat sich jetzt ein wenig was geändert, was auch gute Gründe hat. Aber bevor ich euch überhaupt zeige. Ja, das könnte ich ausblenden. Ne, obwohl, lasse ich mal. Vielleicht muss ich auf Tag schalten. Das, was ich jetzt euch gerne zeigen zu versuchen. Hier, komm, mach das mal weg. Das ist ja hier, ist ja doof. So. Wir gehen jetzt. Ach komm, weißt du was? Wir gehen jetzt mal schlafen und dann zeige ich euch bei helllichtem Tag endlich die Neuheiten der Let's Show-Welt. So, wir wachen in einem Hotel auf aus der Arena, was ihr ja schon kennt. Was jetzt nicht mehr ganz so oldschool sein sollte. Das müsste euch ja hier alles schon ein wenig bekannt sein. Zoom. Hui. Und zwar, wo ging es nochmal raus? Da oder? Ne, hier ging es raus, genau. So, plöpp, plöpp. Wusch. So. Und ich sage, willkommen in der neuen veränderten Let's Show-Welt. Und zwar, was hat sich überhaupt alles geändert? Ich spoilere die ganze Zeit ein bisschen nebenbei, aber gut. Ja, also hier hat sich in der Burg hat sich eigentlich gar nichts verändert. Die ist immer. Was heißt die Burg? Die Monsterfalle, die ist immer noch so, wie sie damals auch war. Natürlich hat sich. Warte mal, okay. Entschuldigung. Natürlich habe ich jetzt hier noch so einen kleinen Weg gebaut mit zu großer Beleuchtung, aber wir sind halt ordentlich. Einfach nur, weil ich so dachte, es sieht ein bisschen schicker aus, wenn wir hier so einen praktischen Weg haben, als wenn ihr da wirklich einmal so quer darüber laufen müsstet, um da zur Arena zu kommen. So eine, na, doch ganz amtliche Verbindung wollte ich einfach herstellen. Was hat sich noch geändert? Also, neu ist jetzt außerdem noch in der Let's Show-Welt diese Pyramide, die aber eigentlich keine Bedeutung hat. Die, ist eigentlich nur so entstanden, weil ich da ein bisschen geübt habe, Pyramiden zu bauen. Im Großformat. Ihr werdet sehen, warum. Noch. Und da ist eigentlich nichts drinne. Und jetzt kommt, naja, nee, möchte ich noch nicht preisgeben. Nee, am Ende sage ich nochmal was, warum die drinne jetzt noch leer steht, beziehungsweise was das vielleicht für Nutzen für euch hat. So, aber ich würde sagen, hier hat sich jetzt eigentlich nur dieser Weg verändert. Wir düsen mal los zu der nächsten großen Änderung. Ist hier was drin? Ah, hier. Zack. Und zwar haben wir jetzt. Ziemlich ärgern. Und zwar haben wir jetzt hier, na also geht doch, auch noch eine wunderschöne kleine praktische Schienenverbindung bis zu unserer, ich nenne es mal neue Sache, die ihr auch gleich sehen werdet. Also macht euch da jetzt keine Sorgen drum. So, hui. Natürlich auch sehr schön gehalten, vielleicht auch ein bisschen sehr beleuchtet, aber psch, das weiß keiner. So, wir sind da. Wo sind wir? Wo bin ich? Wo zum Teufel bin ich gelandet? In einer schlichten Holzbahn. Ja. Und zwar hatte ich ehrlich gesagt einfach eine Langeweile und weil ich irgendwie zu dieser Zeit ein bisschen einfallslos war, was ich als nächstes bauen sollte, dachte ich mir, naja, komm, weißt du was, baust du mal so eine, oder probierst du dich mal in so einer kleinen Mini-Holzachterbahn. Und ja, ist nichts Besonderes, ist jetzt nichts Bombastisches, wo man sagen muss, boy, das hat noch kein Mensch gebaut. Ist was ganz Schlichtes. Wir können noch mal eine Runde drehen, übrigens, hätte ich gerade Lust zu. Ist eben nichts Großes, also weiß Gott nicht. Ich mach da mal, ja, pass mal auf, ist ja hier Let's Show. Ich mach da mal so, ich bin ja im Creative und leg die wieder zurück. Und ich würde sagen, dann drehen wir eine Runde. Suchen uns mal noch bessere Musik aus. Nee. 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 Da, 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 da. Los geht's! Aber so Spannungsmomente. Normalerweise müsst ihr langsam hochfahren und Freefall Tower! Oi. So, dann fahren wir eine Runde, düsen hier hoch und wusch, einmal nochmal runter, da kommt noch mehr. Und Apps landen irgendwo in der Höhle, die sich hier aufgetan hatte. Müsst ihr wieder eine kleine Runde drehen, also am besten nicht mit Monstern fahren die Bahn, da könnten sonst Überraschungen kommen.
Hui, und nochmal geht's hoch hinaus. Und ich spoilere die ganze Zeit schon rechts und links, aber das ist mir gerade völlig egal. Ihr seht vielleicht, was da ist, aber ihr wisst nicht, was es bedeutet. Kommt noch. Und hier fallen wir wieder runter. Zack. Ein Stück rückwärts und... Oh mein Gott, Lava! Die ich durch Zufall entdeckt habe. Und jetzt düsen wir nochmal eine lange Kette nach oben. Weiß Gott warum. Und jetzt drehen wir nochmal uns im Kreise. Und wäsch. Landen nochmal ganz eiskalt. Freefall. Und in einem kleinen hübschen Schacht. Hajo. Uhu. Ist aber bunt. So Lasertech-mäßig. Und dann düsen wir hier ein bisschen auf dem Dach rum. Fahren um einen komischen Holzpfeiler. Wo eigentlich noch Bilder hängen sollten. Was ich auch vergessen habe, aber bestimmt. Und dann zack und... Wow! Schock fürs Leben. So, dann düsen wir weiter hoch. Ein bisschen was im Kreisel. Und... Zack. Landen wieder hier. Und mit den Pisten werden wir direkt auf die Bahn geschoben. Dass wir... Ach, verdammt. Dass wir natürlich im Survival direkt hier wieder landen. So, hab ich da jetzt was kaputt gemacht? Ne, da war so. Gut. So, soviel zu der Holzachterbahn. Das ist eben die Holzbahn. Und, ja, ich fand's ja eigentlich ganz lustig. Und mal sehen. Naja, obwohl, das passt jetzt irgendwie nicht. Also, pass auf Folgendes. Und zwar habe ich beschlossen, ich verrat's euch doch lieber jetzt schon, nach diesem Let's Show, beziehungsweise in der Videobeschreibung unten, findet ihr auch noch den Download-Link. Dort findet ihr dann ein Download-Paket, wo ihr unter anderem auch die Let's Show-Welt findet. Mehr dazu später. Und in der Pyramide ist nichts drinne. Ihr könnt ja selber mal was reinbauen. Ich freue mich immer wieder über Videoantworten oder über... Ja, eben über Videoantworten oder über Bilder oder sonst noch was, was ihr da wohl gebaut habt. Könnt ihr mir alles gerne schicken. Oder macht mal eure eigenen Videos von der Welt oder zeigt was oder später auch noch da hinten was. Und ich weiß nicht. Wie gesagt, da würde ich mich drauf freuen. Mal gucken, ob jemand von euch aus dieser schlichten Holzbahn vielleicht was ganz Tolles machen kann. Oder aus der kleinen Pyramide vielleicht ein würdiges Pyramidentum. So, wir düsen mal schnell zurück. Und da, wo wir jetzt hingehen, gehen wir auf jeden Fall zu Fuß hin. Da, 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 da. Da 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 ba 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 da 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 la 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 schnalz schnalz. Ja, übrigens, da jetzt die Map wurde ja gebaut, also beziehungsweise die Arena, bevor es NPCs gab, und da es jetzt NPCs gibt, bevölkern jetzt selbstverständlich, komme ich hier rum? Nee, ich komme hier nicht rum, ne? Übrigens, da waren ja in der letzten Aufnahme noch Snow Golems drin. Die sind ja jetzt gestorben, weil es ja so eingeführt wurde in Wüstenbiom. Oh Gott, nee, nicht die Musik. Passt nicht. Na? Nee. Nein. Ja. Und zwar, Schneegolem sterben ja jetzt in Wüstenbiom, deshalb sind die hier mir leider ein wenig abhanden gekommen. Das tut mir auch herzlich leid, aber ich kann es ja nicht ändern. So, wie ihr jetzt hier sehen könnt, in der Arena, Kämpfe werden immer noch ausgetragen und jetzt sogar mit Publikum, was mich anfangs geärgert hat, weil die überall rumgelaufen sind. Jetzt verteilen die sich in der Welt ab und an, aber psch, was soll ich machen? Habe ich ja keine große Macht drauf. Und ich könnte sie natürlich alle umbringen, aber nee. So, und wir finden hier einen kleinen Kiesweg. Warum, weshalb, wieso hier ein Kiesweg ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Tada. Ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Kiesweg auch dahin komme, wo ich hin will. Das ist auch so eine Sache. Hier können wir nochmal kurz reingucken. NPCs! Oh mein Gott, die Arena lebt! Und das Hotel auch. So, komme ich da hin? Ja, ich komme da hin. So... Und zwar sage ich mal herzlich willkommen. Oh ne, jetzt fall du nicht auch noch da rein, ne? Jetzt weiß ich wenigstens, wie die hier rüberkommen. Nein, 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 geh da rein. Du bist da falsch. Geh da wieder hin. Ey, komm. So. Denn der hat sich leider Gottes hier nämlich schon drin verirrt. Den muss ich jetzt irgendwie wieder zurückbringen, weiß Gott wie. Ne, der kommt auch nicht raus. Naja. Und zwar sage ich mal ganz herzlich willkommen in meinem kleinen eigen erschaffenen, in meinem kleinen eigen erschaffenen Dörfchen hier. Hier haben wir beispielsweise eine kleine Farm, der Schneegolem drin verlaufen hat, der da eigentlich nichts zu suchen hat, aber pst. Und hier haben wir eben das kleine Farmerhäuschen, sogar mit Wollboden, das muss nur einer nachmachen. Und hier lebt der Farmer Jürgens, das ist mal so ganz spontan erzählt. So, hier haben wir dann noch ein normales kleines Wohnhaus. Ich glaube, das war sogar das Eckhaus. Ist die Tür jetzt offen, oder? Ja, okay. Ne, genau, das hier war das kleine Eckhaus, was ich so über Eck gebaut habe, was auch nicht leicht war mit dem Dach hier oben. Aber irgendwie habe ich es dann doch hingekriegt. Und, ach ja, hier ist ja noch ein Haus. Das habe ich ja ganz vergessen. Schäm dich, schäm mich. Und zwar haben wir hier sozusagen, wurde das gebaut, als die Dschungelbiome eingeführt wurden.
wo man hier sieht, ne, schön mit Dschungelholz. Da dachte ich mir, ja komm, eine kleine Widmung muss da jetzt auch rein. Dann habe ich hier mal so ein kleines Dschungelhäuschen gebastelt, natürlich im entsprechenden Teppich und sogar mit einem schönen Blätterdach. Also so viel kann da nicht passieren, hier mit einer kleinen Abtrennung. Aber irgendwie interessiert das die NPCs nicht, irgendwie meiden die das Haus ein bisschen. Ich weiß auch nicht ganz warum, aber naja, soll es halt so sein. Kann ich ja nichts dran ändern. Und ja, natürlich überall noch so ein paar, also hier haben sie nur zwei kleine Getreidevorräte, mehrere, ah, die haben natürlich auch mehr, aber sind jetzt hier nicht so gut zu sehen. Und hier haben wir eben den kleinen tiefer gelegten Brunnen, das war das, was ich in der Let's Play Welt auch habe. Oder probiert habe nachzubauen, denn angenommen, ich bin ein doofer NPC und bin hier reingelaufen oder hier reingeschubst, dann kann ich hier ganz einfach auf die Treppen springen und komme so wieder raus. Denn in den generierten NPCs, also von Minecraft selbst generiert, ist ja hier so ein Block und wenn die einmal reinspringen, kommen die nicht mehr raus. Das ist das Blöde. So, und wie gesagt, weil sie natürlich Golems haben, haben wir hier auch eine Widmung an die Eisengolems, die die herzlichen Bewohner beschützen, und zwar in Form einer Statue auf einem Rosenbett. Ja, die Idee fand ich eigentlich auch ganz toll. Ursprünglich sollte hier noch ein Haus hin. Dann dachte ich mir so, nee, noch ein Haus. Komm, baust du mal sowas hin. Ich hatte ja schließlich vorher einen Kürbis draufgesetzt, weil ich dachte, das kommt besser. Deshalb ist da jetzt aber ein orangener Wollblock. Denn, man sieht, hier ist ein Tee. Und dann ist mir da direkt ein Eisengolem gespawnt. Und der ist dann weggelaufen. Dann hatte ich da so ein Loch in der Statue. Und dann, ja, musste ich das halt durch einen kleinen orangenen, süßen Block ersetzen. Leider Gottes. So. Was haben wir noch? Abgesehen davon, dass es jetzt wieder Tag wird. ja, ich habe Tag gemacht. Hier haben wir noch ein kleines Wohnhaus. Das war, glaube ich, übrigens sogar das allererste, was ich überhaupt gebaut habe. Wieso laufen die da rum? Naja, gut. Und ja, man sieht eben alles. Ich habe mir hier bei der Einrichtung ein bisschen mehr Mühe gegeben. Im normal generierten sind die ja kaum eingerichtet, beziehungsweise manchmal ja, aber gibt es auch diese kleinen No-Name-Häuser, wo gar nichts drin ist. Hier übrigens sogar mit einem kleinen Vordach, was so ein bisschen absteht. Was ich dann so ein bisschen probiert habe hinzukriegen, sieht glaube ich nicht ganz so doll aus, aber ist halt besser als nix. Und hier haben wir meine kleine selbstgebaute improvisierte Kirche, auf dessen Kirchendach man leider Gottes nicht raufkommt. Nicht so wie im Originalen. Ich habe halt nur probiert ein bisschen nachzubauen, nicht ganz hingehauen, aber ist halt besser als nix. Und deshalb haben wir jetzt hier ein kleines Kirchdach, aber vor allem, wenn da eine Leiter ist und die Viecher hier hochlaufen, stehen die oben und kommen nicht wieder runter. Deshalb habe ich gedacht, na, lässt du das mal lieber mit einer Leiter. Und ja, ist halt hier eine kleine Kirche, da mit einem kleinen Altar, also alles sehr bescheiden. Hier haben wir noch ein kleines Weizenfeld, nicht sehr spannend. Und hier haben wir noch ein kleines Weizenfeldchen, die wollen ja auch von irgendwas leben, glaube ich. Und hier haben wir jetzt meine, obwohl, warte, nee, gucken wir uns erstmal noch das kleine Wohnhaus hier an. Ist halt auch hier, warum habe ich denn hier so ein Dach gebaut, das frage ich mich gerade mal selbst. Muss ich mal gucken. Ach ja, okay, hatte ich das Flachdach gebaut, wo ich dann oben ein bisschen abgegrenzt hatte. Ich wollte eben auch verschiedene Dacharten einbringen, weil ständig die gleichen Dächer, das wäre auch irgendwann langsam langweilig geworden. Und hier haben wir übrigens, das fehlen Scharniere, eigentlich sollte man das auch irgendwie zumachen können. Hier haben wir unsere kleine, schöne Schmiede, wo die übrigens, nee, falsch, aber da kann ich nichts reinlegen, ist. Naja, komm, machen wir so. Geht das? Warum geht denn das nicht? Ach ja, Holzkohle kann man ja nicht ausmachen, naja. Wie gesagt, hier haben wir meine kleine improvisierte Schmiede und wie man sehen kann, waren die Kollegen hier von der Schmiede Stein und Schund AG auch sehr, sehr fleißig. Ein kleiner Goldblock haben sie gefunden, Diamanten fehlen, glaube ich, noch. Die haben Kohle, Eisen und sogar direkt daraus verarbeitende Blöcke gemacht. Ja, ob sie das als Währung benutzen oder nicht, ich weiß es nicht, wer weiß, wer weiß. So, hier haben wir wiederum jetzt auch noch ein kleines Wohnhaus mit speziellem Teppich, weil ich den einfach toll fand. Und eben auch hier alles wirklich hübsch eingerichtet, wie ich finde. Ich hab's ja gemacht. Also, ich habe mir wirklich probiert, sehr viel Mühe zu geben bei der Einrichtung. Und ich finde schon, es ist mir irgendwo gelungen. Meiner Meinung nach. Und hier haben wir das Getreidehaus. Ein sehr, sehr kleines Haus. Aber der Kollege, der hier wohnt, braucht auch... Na, guck einer an. Braucht auch kein großes Haus. Denn der Kollege hat hier überall massig Getreidefelder. Das ist hier sozusagen die Getreidefarm. Fehlt eine Mühle übrigens. Aber naja... Kommt ja vielleicht noch, wer weiß. Oder ihr baut sie dazu, je nachdem. Kann ja auch sein. Und ja, dürfte ich mal da, Kollege Schnürschuh, darf ich da mal rein? Ich danke dir. Ich danke dir. Hallo. Sag mal. Hinter. Lässt sie mich mal durch. Danke. So. Das war jetzt im Großen und Ganzen mein kleines Dörfchen hier schnell mal durchgeguckt. Ist wie gesagt nicht groß, aber ist auf jeden Fall das Nötigste. Und ist ja auch schon eine Menge drinne und auch schon eine Menge passiert. Also ich meine, da kann man sich nicht groß beklagen. Dafür geht es ja hier noch weiter, und zwar haben wir hier noch ein kleines Schiffchen der Flotte, wo eigentlich, wie gesagt, ein kleines Reiseschiff, was jetzt schon seit längerem unbenutzt im Hafen steht. Oh, oh.
Und ja, was das jetzt hier genau damit auf sich hat, werdet ihr vielleicht noch sehen, vielleicht noch nicht, wer weiß. Nein, es ist wie gesagt nur das kleine Reiseschiffchen, was anscheinend von den Wellen getragen wird. Und natürlich haben diese Dorfbewohner auch ein kleines Geheimnis. Und zwar ist das dieser kleine, seltsam aussehende, im Wasser ragende Tower. Und Freunde, ich sag euch, im Wasser zu bauen, das ist definitiv kein Kinderspiel. Die seltsame Lavasäule, die hier quasi unantastbar scheint. Was es mit dieser Säule auf sich hat, könnt ihr ja vielleicht herausfinden. Und warum diese Dorfbewohner sich so hüten und vor allem was in den Kisten ist. Und warum das so aussieht und ob man da auf Lava springen muss. Man könnte vielleicht ja sogar vermuten, es könnte der Tempel sein. Oder vielleicht ist es ja auch eine Art seltsamer Vulkan. Was weiß ich. Müsst ihr mir mal erzählen, was ihr so haltet oder was ihr davon denkt. Oder vielleicht, das, ob ihr das umgestalten könnt. Wer weiß. Ne, da kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Das ist, wie gesagt, das große Geheimnis der Dorfbewohner. Was sie daraus machen, ich weiß es nicht. Und wie man da reinkommt, ich habe keine Ahnung, Leute. So, wo war ich noch? Das hier hat sich nicht viel verändert, noch nicht. Ach ja, hier haben wir übrigens auch noch, ne, natürlich oben Ausgangsposten. Alarm! So, hier haben wir ein paar Besucherschiffe. Und zwar, ja, sind das eigentlich wirklich Besucherschiffe von vielleicht von anderen Dörfern, von anderen Flotten? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls haben diese Besucher hier vor, das Dorf zu besuchen. Auch schön hier unter Deck natürlich, ne? Eine kleine Kombüse hier, Aufenthaltsraum. Ohne Betten, ohne alles. Die sind halt nachtaktiv und tagsaktiv und alles. Hier zum Sitzen, falls Versammlungen abgehalten werden. Ich meine, die sind ja schließlich auch alle gläubig, ne? Muss man ja auch gucken und... Heil dir, großer Diamantenblock oder großer Diamant. Also, ne? Oder Minecraft-Gott. Hier, Notch, Herobrine, ich bete zu euch. Erhöre meine Gebete. Ne, also, kann ja alles. Dann steht hier der Priester und Holunder, Bibel 1, 2, 3. Und hier haben wir das Steuerrad, ganz praktisch. Steuerrad. Ich kann lesen. Ne, also, das sind so ganz tolle Sachen. Ich wusste nicht genau, wie ich ein Steuerrad abbilden soll. Aber dafür habe ich mir hier bei den Flaggen ein paar Mühe gegeben. Und das ist ebenfalls sehr, sehr erleuchtet, sodass eigentlich nicht viel passieren dürfte nachts. Natürlich auch mit Warnlichtern hinten und vorne, und man noch schön weiß, wann wer kommt. Ist ja klar. Und das in der Mitte ist übrigens das Anführerschiff, was man daran erkennen kann. Das Schiffchen hat das? Ja, genau. Das hat kein... Entschuldigung. Das hat keine normalen Laternen, so wie die, sondern das hat speziellen Glowstone, der aus der Hölle kommt. Die sind zwar gläubig, aber Gott hat ihnen aus der Hölle persönlich Glowstone geschenkt. Hier natürlich die kleineren Schiffe. Jedenfalls mit einer sehr kleinen und engen Kombüse, aber naja, besser als nichts. Und ja, eben auch hier das gleiche, nur kein großes Steuerrad, sondern ein kleines Steuerrädchen. So, gucken wir uns natürlich auch noch das andere an. Die haben ja schließlich eigentlich alle dasselbe. Huch, hallo, ich schubse mich nicht. Ich bin empfindlich. Entschuldigung. Und eben die mit blauer Flagge, damit man auch schön das Anführerschiff, was ja auch weiter vorne fährt, heraus hören kann. Habe ich hier auch so einen Einständer? Genau, hier habe ich auch so einen Einständer-Steuerrad. So. So viel, wie gesagt, dazu. Also das Dörfchen, das Geheimnis und die Besucherflotte. Wer weiß, was da noch passiert? Vor allem, wer weiß, was das eigentlich alles ist? Und dann müssten wir eigentlich irgendwo hier noch einen Kiesweg haben, den ich gerade gar nicht sehe. Ah ja, genau, hier. Und zwar haben wir noch einen kleinen Kiesweg. Wenn ihr jetzt hier ankommt, ich gehe jetzt ja auch irgendwo zu der anderen Seite raus. Ne? Hier ist ja noch ein Kiesweg. Dann müssen wir uns mal ansehen, was sich dort denn noch verbirgt. Das wäre auch interessant. Also ganz ehrlich, wäre jetzt aber... Ach ja, nee, hier eine Kleinigkeit haben wir noch. Und zwar haben wir hier so ein seltsames Zeichen. Und zwar irgendwie wird das... Sind hier Kürbisse gewachsen? Ich weiß überhaupt nicht warum. Sogar Leuchtlaternen. Und irgendwie scheint sich dort oben etwas zu verstecken. Und zwar sieht das für mich ein bisschen aus wie ein UFO. Was dort übrigens falsch blinkt. Normalerweise müsste alles blinken. Ich weiß jetzt nicht, warum das falsch ist. Naja, gut. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Und zwar haben wir hier seltsamerweise irgendwie ein kleines UFO. Die Lampen müssten auch blinken. Naja, egal. Und ich weiß gar nicht, warum das da ist oder was es damit auf sich hat, aber irgendwie besucht uns hier in der Meer... Naja, mehr... So, naja, hier haben wir eher so moderne und das Dörfchen, naja... Mehr altertümlich. Sagen wir mal, irgendwie hier in dieser Map, in dieser Zeit, besucht uns ehrlich ein UFO und ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist es ja leer, vielleicht steht es leer, vielleicht wird es benutzt, vielleicht sind da irgendwie Schätze drin. Weiß ich gar nicht. Aber vielleicht, es könnte ja leer stehen, es könnten Schätze drin sein. Man weiß es nicht. Ist ja keiner hochgekommen. Ich meine, die Dorfbewohner haben ja keine Flugzeuge gebaut, ne? Leider Gottes. So, aber hier haben wir noch einen geheimnisvollen Weg, der allerdings ausgeleuchtet ist. Ich frage mich, von wem. Genau das schauen wir uns jetzt mal ein wenig näher an. Denn genau das ist auch das letzte Projekt, an dem ich jetzt hier gearbeitet habe. Ich habe ja auch nicht ewig Zeit für die Map. Und sie ändert sich natürlich, es dauert nur ein bisschen.
Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal ganz eiskalt an, denn irgendwas muss sich hier verstecken. Und ich rede nicht von dem kleinen Schneeweißchen da. Ja, hallo Schneeweißchen, ja hallo. Oh, ist das goldig. So, schauen uns hier ein wenig weiter. Oh, mal die Musik passt gerade ein bisschen. Und zwar haben wir hier die Sache, an der ich gebaut habe. Wir haben ja eine wunderschöne Grasbrücke für die kleine Kuh. Und ich würde sagen, das war's dann auch. Ja, wie gesagt, die Welt ist jetzt zum Download bereit, lalala. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Show Your Minecraft. Ciao. Nein, natürlich nicht. Hier geht's natürlich weiter, und zwar... Falls sich jemand wundert, warum habe ich eigentlich für die großen Pyramiden geübt zum Bauen, liegt das ganz einfach daran... Ich düse hier mal hoch, weil wir hier einen Tempel haben. Und zwar einen gigantischen, der sogar bis in die Erde runterreicht. Also nicht ganz, aber man sieht es ja hier teils in die Erde rein. Und ja, wir haben hier einfach einen megamäßigen großen Tempel. Was der für eine Bedeutung hat oder was es mit dem auf sich hat, das weiß ich alles überhaupt nicht. Ich habe das ja alles... Ich habe es noch gebaut, aber ich weiß das alles gar nicht mehr. Ich habe alles vergessen. Und hier wächst irgendwie nur um den Tempel rum ein Dschungel. Man kann auch reingehen und hat dann so einen Ausblick hier. Der ist ja schon teils erschreckend. Man hat hier dann irgendwie kleine Gräber... Irgendwas mit denen auf sich hat, das weiß ich gar nicht. Sieht aber auch nicht wirklich so aus. Und hier ist irgendwie alles etwas überwuchert und etwas bewachsen. Das sieht so aus wie ein Friedhof, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das hier auch wirklich ein Friedhof ist. Aber es sieht natürlich verdächtig so aus. Und ja, hier sogar hier in der Ecke haben wir einen kleinen zugewucherten See. Ich weiß gar nicht, was der hier soll oder was der hier zu suchen hat. So ein kleiner See. Der eine Bedeutung hat, das weiß ich gar nicht. Irgendwie hat er sich jetzt hier festgekrallt und irgendwie vielleicht, das ist ja alles hier schon Äonen von Jahren alt und ich schätze mal, irgendwie ist da Regenwasser eingelaufen, hat sich da was gebildet, keine Ahnung. Und ja, was das mit den Gräbern auf sich hat, weiß ich auch noch nicht genau. Ist natürlich blöd. Und hier haben wir natürlich noch den kleinen Einstieg. Was ist das denn eigentlich? Das ist für euch, was ich eingebaut habe, ein kleines Adventure. Da können wir von mir aus auch mal kurz runtergehen. Und zwar habe ich es mir nicht nehmen lassen, na, so ein bisschen Adventure-Feeling hier auch reinzubringen. Das wäre dann beispielsweise eine Sache, wo ich meinte, wo ihr dann eure eigenen Videos machen könnt, die ihr mir zeigen könnt, wie ihr das spielt oder wie ihr damit klarkommt oder. Und eben, wie gesagt, über Videoantworten und alles Mögliche freue ich mich unglaublich dolle. Und bin ich auch sehr stolz drüber. Oh, war ja ein Lavafluss. Uiuiui. Und hier, für Adventure auf einfach stellen oder von mir aus auch schwer hart oder hardcore ist mir völlig Schnuppe. Ist mir völlig Wumpe. Hier sind wir jedenfalls irgendwie in einem Tempelraum. Und hier sind irgendwie verschiedene Dungeons. Und was es mit denen jetzt auf sich hat, das weiß ich gar nicht so genau. Also da habe ich keine Ahnung von. Sieht jedenfalls alles ganz schön kompliziert aus. Mal kurz einen Blick reinwerfen. Das sieht irgendwie alles ganz schön böse aus. Und ich will da auch gar nicht so doll reingucken. Irgendwie haben wir hier das erste Dungeon Scharfschützen. Das passt gerade nicht, die Musik. Warte mal. Nee. Das schon ein bisschen besser. Irgendwie haben wir hier so ganz alte, verlassene Dungeon. Ich weiß gar nicht, was das soll. Hier haben wir dann Dungeon 2 in eine Gruft. Sieht irgendwie nicht aus wie eine Gruft. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Oder hier haben wir beispielsweise Dungeon auf 8 Beinchen. Was ist denn? Ich weiß es gar nicht. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, was das alles hier sein soll. Und das müsst ihr euch dann selber angucken. Also da kann ich euch nicht helfen. Das ist wie gesagt alles schon Äonen von Jahren alt. Und wer weiß, wer das alles gebaut hat. Also das kann ja schon ewig her sein, ne? Aber das muss ja schon was sein. Also wenn das schon so aussieht... Naja, wie gesagt, hier haben wir dann eben den kleinen Tempel, wo ihr selbstverständlich auch spielen könnt. Und, ja, die Map steht euch, wie gesagt, zum Download bereit. Und ich würde sagen, dann haben wir hier noch ein kleines Dörfchen. Was ist das denn eigentlich? Eine Baumhausstadt. Das sieht man auch nicht alle Tage. Der Baum soll wachsen, warum tut das denn nicht? Und zwar haben wir, der einzige Aufstieg übrigens ist dieser hier. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an und gehen mal einen kleinen Rundgang hier durch. Um mal so zu gucken, was hat sich denn jetzt hier so groß geändert? Und, Mensch, hier haben sich eine richtig kleine Baumstadt angesiedelt. Hier wirklich mit ein paar Plattformen hier und ein paar Häuserchen. Und hier auch mit schönen Zugbrücken, die die Häuser dann einzeln verbinden. Also da freuen sich die Dorfbewohner bestimmt sehr drüber. Und hier sogar noch reingewuchert, schau mal. Also das ist alles wohl wirklich schon sehr, sehr alt. Und wer weiß, was es mit den Gräbern und den Dorfbewohnern auf sich hat. Vielleicht gibt es ja da eine Verbindung. Weiß ich gar nicht so genau. Oder wie das alles auch aussieht, Mensch. Also das ist schon... Ja, das ist wie gesagt eine kleine Baumstadt. Hier haben wir noch so eine kleine Plattform. Ich habe immer wieder so Plattformen gemacht, damit ich auch... Damit sich eben die Zugbrücken hier auch verbinden können. Und hier kann man auch wunderschön in dem Beispiel sehen,
Das, der Tempel muss ja schon ewig alt sein und der geht ja unten noch weiter. Aber irgendwie hat sich da Erde dann im Laufe der Zeit mit Wind und Wasser und Wetter eben, haben sich da schon Erdblöcke aufgeschichtet und selbst Bäume und Gras wächst da drauf schon. Also langsam aber sicher wuchert der Tempel wohl doch zu. Der Dschungel überwuchert das wohl ein bisschen. Und hier können wir eben in die einzelnen Häuser reingehen und die uns angucken. Ja, so kleine Baumhäuser sind das eben natürlich nur nicht mit groß Inhalt, aber vielleicht könnt ihr das ja ändern oder ihr erweitert die Stadt mal. Das wäre ja auch ganz interessant. Oh, hier geht zum Beispiel ganz, ganz eiskalt hoch hinauf. Ist ja auch sehr interessant. Muss man ja auch erstmal hier mit klarkommen, dass es hier jetzt hochgeht. So, wir können uns das ja mal anschauen. So, jetzt sind wir beispielsweise wieder hier und hier sieht es ja auch wieder sehr interessant aus. Muss ich ja zugeben. Hier haben wir es ja hier wirklich so, warum brennt da eigentlich Feuer, ewiges Feuer? Hm, natürlich alles, warum ist da runtergefallen? Warum? Warum? Naja, ist eben... Das war dein Untergang, Kollege. Das ist eben ja alles wirklich sehr, sehr kompliziert und Mensch. Also wirklich eine ganze Baumstadt. Nee, ich habe auch so überrascht zu tun. Also das war wirklich schon eine Menge Arbeit, dass hier... Huch? Was? Ach, ja, dann nicht. Ja. Meldet sich hier Windows und sagt mir, irgendwas funktioniert nicht gut. Also das war hier, wie gesagt, schon eine ganze Arbeit. Also was zu was denn? Hier geht's auch wieder runter, weil man da eben aufs Dach gucken kann. Ist eben hier schon ganz schön was los gewesen. Ist jetzt nicht so viel dazu gekommen, aber dafür schon eine ganze Menge. Und eben, ihr könnt das gerne erweitern oder wie auch immer. Ist eben doch hier schon ganz nett. Hier haben wir noch eine kleinere Plattform. Hier haben wir noch eine Zugbrücke. Die geheimnisvolle Baumstadt. Hier haben wir beispielsweise das größte Haus. Vielleicht das Anführerhäuschen, wer weiß. Und das waren jetzt eigentlich auch schon so ziemlich die großen Neuerungen. Wie gesagt, wir haben ein Dörfchen, wir haben eine Achterbahn, eine Holzachterbahn, eine schlichte eben. Wir haben ein kleines Schiffchen, wir haben einen geheimnisvollen Tower, wir haben ein Mini-Adventure für euch, wir haben einen neuen Tempel und eine ganze Baumstadt, also zwei neue Dörfer. Und wer weiß, was sich in Zukunft alles noch ändern wird oder ändern könnte. Vielleicht ja dann sogar viel, viel mehr. Wer weiß, kann ich ja so gar nicht sagen. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Und zum Thema Download, ja. Ich habe ja ältere Let's Show-Folgen, ich glaube Folge 1 bis 4 oder sowas war das. Da wolltet ihr ja alle unbedingt auch die Welt, das war meine allererste Spielwelt, die ich gebaut habe, die wolltet ihr auch alle unbedingt haben. Und da habe ich gesagt, ja, ja, der Download kommt irgendwann. Und jetzt ist es soweit, ich glaube Folge 1 bis 5 war das sogar. In diesem Download-Paket ist dann, wie gesagt, die ganz alte Let's Show-Welt enthalten, meine allererste Spielwelt. Da könnt ihr euch auch rumprobieren oder schauen oder was habe ich denn da. Ich habe da eine unfertige Monsterfalle gebaut mit Transportsystem, mit Pistons hatte ich mich versucht, das hat irgendwie nicht ganz hingehauen. Und irgendwann verliert man dann die Lust an einer Map, also ich habe dann der Map ein bisschen was verloren. Ich habe eine Zugbrücke angefangen zu bauen, eine lange, lange Zugstrecke, die habe ich auch noch nicht vollendet. Da könnt ihr die vielleicht weiterbauen oder euch vielleicht im Untergrund erkunden mit meinem 1000 Höhlensystem, mit meinen Minen. Also ich weiß gar nicht, da müsst ihr euch dann umgucken und je nachdem könnt ihr mir dann auch noch sagen, was ihr davon haltet oder ja, wie auch immer. Und dann eben die Let's Show Welt hier, da könnt ihr mir auch gerne, könnt ihr selbst eure eigenen Videos damit drehen. Ihr müsst dann eben nur erwähnen, dass es von dir ist, ist ja klar. So wie bei allen Welten, die ihr von irgendjemandem habt, mache ich ja auch bei euren Let's Play Map und sowas. Ja, nur ansonsten ist das hier eben so. Und was ist in dem Download-Paket noch enthalten? Natürlich die Let's Show Welt, die alte Let's Show Welt, sage ich mal. Und dann war ich noch so frei, ich habe ja zwei Adventure-Maps gebaut. Und zwar nennt sich die eine Elementar-Jumper, die ist nicht ganz so groß. Und dann sind auch ein paar Bugs drin, das ist eben meine allererste Adventure-Map gewesen, die habe ich noch nicht ausgebessert. Und die stelle ich euch auch zum Download bereit, also wer die haben möchte, bitte sehr, die ist ebenfalls drin. Und meine bislang größte Adventure-Map, an der ich noch ordentlich weiter baue, und Alter, das wird noch ganz schön heftig, kann ich euch versprechen, ist nämlich da die Version 1 quasi, also der erste Teil, Level 1 nennt sich das, und dann Level 2 bastel ich gerade, und das ist ebenfalls im Download-Paket enthalten. Also wer sich dafür interessiert und wer meint, sich mit diesen vier Welten zufrieden geben zu können und da... mir da irgendwie Rückmeldung geben zu können, sei es in Form eines Videos oder mir eine Nachricht zu schicken, was ihr davon haltet, oder mir ein paar Bilder zu senden von euren eigenen Kreationen, die ihr gemacht habt, fände ich wirklich super, super toll. Und wer weiß, wenn mir vielleicht sogar einige Verbesserungen jetzt beispielsweise an der Achterbahn oder sowas oder am Dörfchen oder so von euch gefallen, kann ich mir sogar vorstellen, vielleicht die ein oder andere Änderung zu übernehmen und euch dann sogar hier in der Let's Show Welt quasi zu erwähnen und zu sagen, diese Idee stammt von dem und dem Abonnenten. Oder stammt jetzt von, keine Ahnung, Günther Klaus 8483. Das würde ich mir dann würde ich euch sogar hier eintragen quasi, und wenn es natürlich selber etwas sehr, sehr Gutes wäre, und das mache ich dann auch sehr gerne. Und ja, ich denke eigentlich, das ist jetzt hier wirklich schon sehr, sehr interessant. Ich rede so geschwollen gerade, aber gut, ist halt eben ein kleines Show, ich kann ja hier nicht groß spielen. Ja, was es mit dem UFO auf sich hat, das wüsste ich auch gerne, das weiß ich gar nicht so genau. Es schwebt so bedrohlich herum, vielleicht ist auch gar nichts drin, vielleicht ist es hier nur so zum Angucken, und warum leuchten die Fensterscheiben? Wir können uns das ja mal bei Nacht anschauen. Das Ganze finde ich doch eine ganze Ecke komischer aus.
nicht so die Achterbahn und so, das kleine Dörfchen, das leicht erhellt ist. Natürlich sieht man ja die Schiffe, die auch erhellt sind. Wir können uns ja auch mal hier so ein bisschen umgucken. Hat ja auch nachts eine ganz andere Atmosphäre, wenn der Dschungel unten dunkel ist und schattig und hier oben einfach alles erhellt und erleuchtet ist. Und ansonsten der Tower, der Tempel geht ja halbwegs. Und wie gesagt, ich freue mich über jede Rückmeldung zu jeder Welt, die im Download-Paket enthalten ist von euch. Ich freue mich natürlich über jede Rückmeldung und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was ich von euch bekomme, wenn ich überhaupt was bekomme, wer weiß, ne? Und das war's, wie gesagt, hier mit den Änderungen an der Let's Show Welt. Ich werde natürlich fleißig weiterbasteln. Und wenn die nächste Folge dann kommt, erzähle ich euch das natürlich. Aber drängt mich bitte nicht und sagt, wann kommt die nächste Let's Show Folge? Wann kommt die nächste Let's Show Folge? Die kommt dann, wenn ich meine, ich habe genug gebaut, um euch eine neue Folge präsentieren zu können. Das kann ja mal eine Stunde dauern. Das kann ja mal ein ganzes Jahr vielleicht sogar irgendwann mal dauern. Dann ist aber eine ganz schöne Menge und dann wird die Folge vielleicht auch 3-4 Stunden lang zum Zeigen. Oder aber vielleicht ist es immer wieder so ganz kurz was, wo ich dann ein paar kleinere Sachen zeige. Also je nachdem, wie gesagt, ihr kriegt das Download-Paket, ihr habt die neue Welt gesehen, was sich ja ein bisschen verändert hat. Könnt auch eure eigenen Änderungen reinbauen oder mir Ideen und Anreize geben, was ihr, wo ihr meint, sowas müsstest du auch mal probieren nachzubauen oder sowas solltest du in deiner Welt auch mal nachbauen, sodass wir quasi diese Welt hier mehr oder weniger gemeinsam gestalten, sodass ihr mir sagt, was ich bauen soll. Ich versuche mich da dran und erwähne euch dann und sage, ihr wolltet das so, ich habe so eingebaut, ich hoffe, ihr seid glücklich. So ganz nach dem Motto. Und das waren jetzt eigentlich die großen Änderungen hier. Ist eben nicht ganz so viel, aber ich finde doch, es ist eine ganz beachtliche Ecke. Und hier wird sich auf jeden Fall noch einiges verändern. Ich habe hier auch noch ein paar Pläne, beispielsweise ein nächstes großes Projekt würde ich so in der Richtung da hinten starten. Und was es genau ist, verrate ich euch natürlich noch nicht. Aber werdet ihr sicherlich dann in der nächsten Folge von Let's Show Your World sehen. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich damit sehr, sehr herzlich von euch. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Folge angesehen habt und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Let's Show-Folge. Kommentiert mal ruhig, was euch davon gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, was ihr vielleicht gerne öfters sehen möchtet, was ihr nicht so oft sehen möchtet oder, ja, wie gesagt, gebt mir einfach mal eine Rückmeldung, das wäre für mich ganz interessant. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dann!